1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kerbal Space Program mit Tani und mir. Hi. Ja, die Sektkorken wurden, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, die Sektkorken fliegen immer noch durch die Gegend. Blob Origins ist am Feiern, die Leute sind hier besoffen. Man weiß eigentlich gar nicht, keiner weiß eigentlich, was er jetzt noch machen soll, aber die Satelliten stehen. Ich bin begeistert. Das ist doch cool. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Werde ich mich mal in den Forschungsbaum verziehen und mir mal hier so ein bisschen was angucken. Also das hier kann ich eh noch nicht. Ich könnte zwei 90er und ein 45er machen. Ja, und Titania X hat vor, am Nordpol eine dauerhafte Forschungsstation einzurichten, wo dann auch Sachen getestet werden können. Zum Beispiel hier kleine Rover, die dann auf den Mond kommen sollen oder halt auf dem Mars. Da wollte ich mir so eine Art Testgelände da oben einrichten, habe ich mir so überlegt. Das fände ich ganz cool. Und daher muss ich jetzt, ich habe mir jetzt schon was Neues freigeschalten. Darum werde ich mir da jetzt was... Ich habe auch überlegt, einen Satelliten in eine Polorbitbahn zu bringen, eventuell. Das könnte ich vielleicht gleich mal noch machen und dann... Ja, dann würde ich an eine der Stationen arbeiten, die ich dahin schicke. Es wird erstmal nur ein Teil die Station, also die wird nicht riesig jetzt am Anfang. Aber mal gucken. So, näher ran. Jetzt habe ich schon neue Sachen hier. Latest Global Science. This is Surface Samples. Do study the. Das kann man nicht auch machen. Das DLC ist ja auch gar nicht mehr weit entfernt. Darauf bin ich auch echt gespannt. Ich bin gerade überlegen. Entweder ich hole mir drei 45er und ein 90er oder zwei 90er und ein 45er. Das Problem ist, also, es gibt ja halt schon so ein paar Sachen, die ich halt alle gerne hätte, ehrlich gesagt. Also das Terrier-Triebwerk zum Beispiel kann ich dir nur empfehlen. Und bei dem unter dem Terrier-Triebwerk... Da sind diese Verstrebungen drin, die alles wesentlich stabiler machen. Ja. Das sind 2,45er, kann ich dir empfehlen. Ja, die beiden habe ich auch im Auge. Die sind nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. Wenn ich dann noch Erforschung des Weltraums mache, kann ich ja noch einen 45er nehmen. Ich bin am Überlegen, ob ich Flugsteuerung mache, weil da ist schon mal das erste MagJab mit drin, auch wenn ich das wahrscheinlich erstmal nicht benutzen werde. Das erste MagJab ist halt, ich glaube, es ist relativ sinnlos am Anfang. Das ist halt bloß, dass es so ein bisschen alles die Waage hält und ein bisschen gut steuert. Ja, aber das nächste ist ja dann nicht fern. Das nächste kommt dann ja schon relativ schnell. Danach. Das stimmt. So, ich werde jetzt noch was machen. Ich werde einen Satelliten in eine Polorbitbahn schaffen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass über den Pol auch noch einer fliegt. Der wird nicht so hoch, also der wird vielleicht wie der kleine Satellit am Anfang... die Orbit, den Orbit, also die Bahn haben, so die Distanz. Mhm. Ich finde, ich feiere das immer noch, dass mein Logo überall drauf ist. Das finde ich immer so mega lustig. So. Also, dieses Terrier-Triebwerk und dieser neue Tank sehen ja schon recht gut aus. Weißt du was zu diesem Bums Flüssigtreibstofftriebwerk? Ist das auch gut, oder? Was für ein Flüssigtreibstofftriebwerk? Das ist das neben dem Terrier direkt. Wie sieht denn das aus? Wie so ein Flügel. Wie ein Flügel? Ja, wieso? Wieso? Muss ich mir ein bisschen was angucken. von einem Flunschling-Pokémon? Müsste ich mir angucken gerade? Bin ich mir gerade unsicher, was du meinst. Aber das Terrier-Triebwerk kannst du empfehlen. Das Terrier-Triebwerk ist halt gut, wenn du dann zum Beispiel ein Orbit hinkriegen willst. Das brennt halt konstant und verbraucht nicht so viel Treibstoff. Ist zwar nicht so extrem stark, aber hat trotzdem Power, oder? Brennt halt länger im Endeffekt. Also, es ist halt einfach spritsparender. Richtig. Ja, viel. Ja, das ist doch wenn Blob Origins etwas machen möchte, dann ist es spritsparender Fliegen, weil das wird halt immer so ein bisschen knapp da oben. Also, ja, dafür ist das Terrier-Triebwerk wird, wenn wir schon mal Richtung Mond uns orientieren wollen demnächst, das Terrier-Triebwerk ist da auch nicht verkehrt. Und diese Verbindungsstreben sind halt auch ziemlich geil, sagst du? Die habe ich jetzt immer, benutze ich immer und verbinde so gut wie möglichst alles so ein bisschen. Also zum Beispiel die vier
Trägerraketen, die außenrum sind, dass die verbunden sind, dann wackeln die halt auch überhaupt nicht mehr. Oh, ich sehe auch, halt sehr, hast du da auch diese Crew-Kabinen her, die du benutzt hast? Ja, genau, die sind da auch mit drin. Da passen jeweils zwei Leute rein und in meinem Shuttle sind zwei davon dabei, daher vier Leute extra. Das ist natürlich, ja. Dabei fällt mir ein, ich wollte am Shuttle noch eine kleine Verbesserung vornehmen. Beziehungsweise eine Änderung. Ob es eine Verbesserung ist, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Startstabilisierer. Ja, was ist das denn? Anderer Entkoppler. Wieso anderer Entkoppler? Hm? Wieso gibt es von den Entkopplern mehr Sachen? Verschiedene Größen. Achso, das ist einfach nur eine andere Größe. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, das nehme ich auch noch, alleine wegen den Streben. Das heißt, jetzt kann ich noch ein 90er und noch ein 45er machen. Dann, zack. Ich glaube, bei dem 90er nehme ich Erforschung des Weltraums. Weil da ist dieser Aufbewahrungsbehälter schon mal mit bei. Auch ein paar mehr Forschungssachen. Weil könnte man nicht theoretisch auch diese Crewkabine für oben benutzen? Die Crewkabine für oben? Ja. Was meinst du? Achso, du meinst zum... Eine potenzielle Raumstation? Ja, natürlich, natürlich. Die können wir da schon so auch mit benutzen. Das ist natürlich machbar. Ah, hier haben wir das mobile Forschungslabor. Haben wir hier Bank, Kuppelmodul, Wartungsbucht. Ja, okay, ich sehe schon. Nehme ich das jetzt nur wegen dem Aufbewahrungsbehälter? Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier oben noch? Mache ich am Nordpol oder am Südpol eine Station? Ich denke am Nordpol. Werde ich im Endeffekt eine Station einrichten. Können wir denn hier ein paar Daten sammeln? Schicken wir zurück. So. Dann aber hier ein paar Daten sammeln, überall. Oh, das ist natürlich auch nice. Was denn? Das kleine lineare Reaktionsrad. Dann können sich Raumschiffe drehen, ohne dass ich den Sprit anschalten muss. Richtig, das stimmt. Ich glaube, das nehme ich auch noch, weil da ist schon mal dieses erste MacJet mit drin. Das werde ich mir als nächstes wahrscheinlich auch mit holen. Ja, 91er. Jetzt ist natürlich die Qual der Wahl. Welchen 90er nehme ich? Ich habe jetzt alle zur Verfügung quasi. Ja, nee, nicht ganz alle. So, wieder einfahren bitte. Hier nicht, ich muss jetzt eine Runde rum. 200.000 ist, denke ich, eine gute Distanz. Was ist los? Ich habe hier noch einen MacJet gefunden. Was steht da dran? Also was ist es für einer? Für was könnte der dann? Oh, Manöverplaner ist super. Attitude Adjustment. Grüße gehen raus an John Cena. Was? Thrust Window. John Cena kann ich nicht leiden. Wrestling-Fans werden, wisst ihr, wie ich meine. John Cena ist nee, das sage ich nicht. Der ist ja auch, der ist ja nicht mehr aktiv. Ist ja alles in Ordnung. Warte mal, Moment. Der hier, der kann quasi gar nichts. Was kann der hier? Manöverplaner. Was heißt denn Translation? Ist das, wenn man sich dem Planeten annähert und dort dann in eine Umlaufbahn will? Translate? Ja. Ist das nicht dieses, wenn man da irgendwie was anpeilt? Das ist, glaube ich, wenn du jetzt zum Beispiel von Planet zu Planet oder zum Mond willst und sowas. Ja, eben. Ich weiß nämlich gar nicht, also ich habe das damals bei dir immer gesehen, wenn du zum Mond geflogen bist, dann hast du irgendwie Linien gesehen und hast dein Gas gegeben und dann wusstest du, wann du beim Planeten irgendwie das bist. Ist das, der Manöverplaner. Das ist der Manöverplaner. Der ist nice.
Das ist alles. Das zählt noch dazu. Ich dachte, das wäre Orbit. Aber was ist denn dann Translation? Wenn man da auch landen will oder was? Nee, lass es nochmal was anderes. Das kommt später noch. Aber sehe ich hier. Maneuver and Translation. Das ist das MacJab. War ganz ehrlich, so. Ich glaube, das hole ich mir. Scheiß auf diese blöde Kuppel erstmal. Die kann ich später immer noch holen. Aber das Ding, ey. Dann könnte ich mich quasi zurücklehnen, abchillen und das Ding macht für mich einen geilen Orbit oder was? Das ist natürlich schon verlockend, muss ich sagen. Das ist das doch noch gar nicht. Wieso? Das ist noch nicht das, glaube ich, wo du automatisch einen Orbit bekommst. Also wo du bloß eingibst, okay, du bist 100 Kilometer und bam, Orbit. Das ist das, glaube ich, noch nicht. Was ist das denn dann? Maneuver and Translation. Manöver, dass du halt dir vielleicht diese Manöverpunkte setzen kannst. Und halt viel leichter das hinkriegst, da Manöver zu machen quasi. Und das andere ist, glaube ich, für die größere Distanzen, wenn du zu anderen Planeten... Was bringt Mist, wer dann, wenn der das gar nicht macht? Das weiß ich nicht. Das kommt halt erst noch mit dem ganzen Zeug eigentlich. Gibt's hier was? Nee. Ja, weil ich sehe hier bisher, also ich gucke gerade durch, ich sehe keine anderen MacJabs. Gut, aber ich habe einen neuen Satelliten im Orbit. Eine perfekte Polarbahn. Nice. Was denn geschafft? War nicht schlecht, ne? Auf 208 Kilometer zu 202 Kilometer. Das kann man machen. Und dann habe ich meinen nächsten, der ist hier, Titan Satellit 2.0 Relay hoher Orbit ist dort. Da würde ich dann dasselbe nochmal machen, halt wieder ein bisschen weiter weg. Ich denke, das kommt ganz gut. So. Treibstoff habe ich noch, das heißt, ich kann dann irgendwann wieder mal landen lassen. Also, indirekt landen lassen. So. Das betitel ich dir ganz noch. Ehrlich. Ja. Den einzigen MacJab, den ich danach noch finde, ist der für den Rover Autopilot. Nee, es gibt da noch. Es gibt vier Stück insgesamt. Ja, der erste, der hier, den ich habe, ist nutzlos. Der zweite und der dritte für den Rover. Den vierten sehe ich nicht. Okay. Weiß nicht, vielleicht haben sie was geändert. Vielleicht ist es das doch, was du ja so dringend braucht es. Guck gerade nochmal. Wie hier Relay. Soll denn der vierte sein, ey? Hier vielleicht mit drin? Niedriger Orbit. Nee, das ist der nicht. Gut. Ich guck gerade mal ein bisschen. Ich habe ja hier Zeit. Ja, ja. So, jetzt setze ich mich an die kleine Station, die ich bauen will. Ich will da auch das erste Mal Sachen mitnehmen, ich werde Nahrung mitnehmen und alles drum und dran, also das wird wird ganz cool. Die müssen ja versorgt, wenn die kleinen Kürbis hier dort sind. Ich werde einen Techniker mitschicken, einen Pilot. Oh, hey, doch, das ist der doch, ey. Mal gucken. Vielleicht so drei Stück, ein Techniker, ein Pilot und eine Forscherin, mal gucken. So, neu. Also. Gesteuert soll das aber. Da brauche ich keinen Piloten, da mache ich eine reine Forschungsbasis, dass da wirklich. Das wird jetzt die Rakete steuern im Endeffekt. Ich habe auch ein neues Zeug, ich muss mal gucken hier. Oh, hier sind auch diese ganzen Live-Support-Module. Aber ja. Ganz ehrlich, ich nehme das, weil. Es könnte sein, dass das genau das Ding ist, was ich brauche. Hier steht nämlich alles drin. Warp Helper, dann ist das natürlich super. Translation, Attitude Adjustment. Dann werde ich mir das auch demnächst noch holen, wenn es das wirklich ist. Ich nehme den jetzt, zack. Dann gönn dir. Erstmal richtig krass Sachen ausgegeben. Das darfst du ja auch. Du hast ja auch viel dafür gearbeitet. Und erstmal wieder zoomen können.
So, okay. So. Das ist natürlich die Frage, wie funktioniert das denn alles? Backchip. Was passiert eigentlich, wenn ich hier draufklicke? Ach du Scheiße. Was hast du jetzt draufgeklickt? Alles gut. Okay. Landebüchse. Sieht wie cool aus. Das wirkt schon cool. Hä? Ach so, das ist das, okay. Der neue Tank? Ja. Okay, warte mal. Dann setzen wir das doch noch ein wenig tiefer, so. Was ist denn der? Oh? Ja, ist viel zu groß. Das ist das dann, was ich später noch brauche. Okay, da ist das Quatsch. Ich habe halt nichts um das. So, dann habe ich was, um das zu schützen. Warte mal, dann mache ich noch hier. Warte. Okay, das mal wegmachen. So. Schöne Batterien, okay. Viele Batterien für diese Station. Hallo? So. Die Kommunikation. Ha? Das wird interessant. Interessant ist doch nicht verkehrt. Hier habe ich jetzt nichts, was noch passen würde, ne? Das soll so aussehen. Hm? Das soll genau so aussehen, Freunde. Will ich wissen, was du da gerade machst? Weiß ich nicht. Warte, was ist denn das? Ah, cool, ja. Als ob Elon Musk das selber geschweißt hätte, ey. Perfekt. Das wird doch niemals vor. Das lässt das Spiel doch niemals zu. Das kannst du nicht erzählen, ey. Theoretisch könnte ich das nur auf die Spitze treiben, eigentlich. Theoretisch? Was machst du? Ich habe Angst. Probiere. Oh Gott. So, wo ist denn das neue Triebwerk? Oh, hier, Terrier. Boah. Boah. Schick, schick. Diese Verbindungsstreben, ne? Ja. Wenn ich da jetzt, ich das jetzt mit Sachen verbinde, die halt so an, die halt so abgekoppelt werden an der Seite, reißt das dann mit ab oder funktioniert das nicht? Also weiß das Spiel. Das reißt dann mit ab. Das ist dann mit weg. Das weiß das Spiel. Das macht doch keine Probleme. Nein, gar keine. Das ist rein für die Stabilität da. Da musst du dir gar keinen Kopf machen. Das ist sehr gut durchdacht. Ja, das hoffe ich.
Kann ich an die noch was ranbauen? Schade, das wäre cool. Das mache ich dann, packe ich dann eh mit noch rein. Ich habe mir gerade vor, wenn die dann ausfahren und da Kurbeln zwar dran befestigen, dass sowieso Kabel dann so weg. Das ist ja voll geil. Das können natürlich jetzt nicht wir hier, das müssen dann die Kurbeln machen. Ich weiß nicht, ob die dann die Leitung dran befestigen können, aber es sieht so, ich denke schon. Gucken, wie das funktioniert. Hm? Was denn? Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, okay. Beste. Okay. Das geht natürlich nicht, wenn ich da oben noch die. Wohl doch geht. Das Hochfliegen ein Problem. Okay, dann mache ich das. So. Ein Stück weggehen. So. Das ist okay. Kann ich das hier? Noch so ein bisschen. Ja, das sieht okay aus. Clipping ist mir manchmal ein bisschen komisch tatsächlich. Was ist komisch? Clipping. Habe ich das jetzt nicht mit freigeschalten? Ich dachte, doch hier. Das ist eine kleine Forschungsstation. So, wie funktioniert jetzt diese Verbindung? Was muss ich damit jetzt machen eigentlich? Wenn du das irgendwo hinklickst, bleibt das dann drunter und du hast dann das Gegenstück in der Hand und das klickst du halt irgendwo anders hin. Dann wird das halt recht stabil gemacht. Funktioniert eigentlich sehr gut. So, ich brauche halt hier noch extrem viele Fallschirme, die ich hier irgendwo mit verstecken muss. Ich habe eine Idee, wie ich die verstecke. Ich verstecke die in Batterien. Wie sieht denn das aus, wenn ich... Oh, sehr Feinstarbeit, ey. Wehe, das hält nicht, Freunde. Dann gibt es ja aber Gehaltskürzungen, ey, das sage ich euch. Das hält. Warte mal, das kann ich anders machen. Warte mal, 4 einfach. Zack. Und die packen wir jetzt, ne? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da würde ich sogar nochmal 4 machen. Also, das soll wirklich safe sein. Was macht der hier? Jetzt habe ich 4. Nochmal einen da
diese vier kleinen zum Bremsen. Finde ich gut. Ich habe mir überlegt, wenn die hier, die dann so ausklappen und die Kürbis können da was ransetzen. Vielleicht hier so, ja? Dass die Kürbis dann, dass es ausklappen, dann können die da was ransetzen. Könnte ich denn? Natürlich kannst du. Du kannst alles. Ich muss gucken, ob das geht. Sieht aber okay aus. Wenn ich jetzt noch... Nee. Hier. Das dachte ich mir. Kann das bitte? Ey, ey, ey. Okay, warte. Dann packe ich da noch Nahrung dazu. Was ist eine Friemelei? Was machst du gerade? Ach, das mit den Trägern da. Ich guck mal, ob hier was geht. Hier haben wir allgemein, hier haben wir Nahrung, Sauerstoff und Wasser drin. Hallo? Da ist von allem alles drin quasi. Gut, wobei Sauerstoff braucht man halt nicht. Ich bräuchte halt eigentlich nur Wasser und Essen. Sauerstoff ist ja hier jetzt unnötig. Nahrung. Nahrung brauchen die Kleinen. Kürbis und Wasser. Nee, hier, was für ein Abfall brauchen sie auch noch. Wasser brauchen sie auch, genau. Ich denke, das ist okay, das kann man so anbieten. Abfallmäßig. Gut, Kohlenstoffdioxid brauche ich da halt nicht, aber... Das könnte man hiermit verstecken. Das Logo ist halt hier mit drauf, ne? Das ist schon echt gut. Mach mal überall hier. Bei dir. Das Logo ist, also, das Logo ist an vielen Stellen halt immer mit drauf jetzt. Das sieht echt cool aus. So. Oder kann ich... Packen wir das lieber hier hin mit. Obwohl, das sieht zu komisch aus. Machen wir dann später noch mit dazu, denke ich. Ja, volle Möhre. Hier alles. Lösen sich automatisch. Okay. Ich hoffe, das geht. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie viel? Inventory. Okay, in dem Container habe ich Inventar. Da ist nur das Sitz-Inventory. Da kann halt nicht viel mit. Oh, was haben wir hier? Titan Satellite 2.1. Oh, oh, oh. Was denn? Das ist aber ein schöner Orbit. No, das sieht gut aus, oder? Ja. Sehr, sehr schöner Orbit. Kann ich mir dann nochmal einen fetten Bonus abholen für? So. Ich brauche. Ich will dir ein bisschen was bauen. Zack. Kann ich? Wie viel passt da rein? Ich werde mal gerade einen kleinen Testflug machen. Das ist schon Max. Okay, warte mal. Und das mal gucken, was das neue Triebwerk so kann. Oder auch nicht.
Ja, die Streben sind mega stabil, das wackelt wie noch nie vorher. Dann frage ich mich, wie du die Streben gemacht hast. Weil die ja, sind gut, eigentlich. Natürlich. Bestens, ich bin natürlich ein Vollprofi. Die sind eigentlich immer sehr gut, also. Also so sehr wie. Also so hat es noch nie gewackelt, so krass. Okay. Das ist aber komisch. Oh, was passiert? Also jetzt kommt wirklich die Apokalypse. Base könnte ich halt noch ein bisschen dran bauen, ne? Pastor, ich habe nichts gesagt, die Streben sind Götter. Bam, bam, bam. Ich drehe mich nicht mehr. Oh, aber ich schwenke zur Seite. Und der Autopilot wird das nicht korrigieren können. Und Apokalypse! Das ist aber schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Also klingt auch schon mal gut. Warte mal, da war doch noch irgendwo. Theoretisch könnte der sich sogar fangen. Wo ist denn... Das war doch nie so groß. Hä, hey, ist das denn so... Ja gut. Das Handbuch gibt es natürlich auch mit. Ersatzwerkzeugschlüssel. Die Bohrmaschine habe ich halt noch nicht. Invasionen! Ja, was? Invasionen? Oh! Ah, das Triebwerk funktioniert gar nicht. Okay. Das Triebwerk ist hart für den Arsch. Was, das Terrier? Das funktioniert gar nicht, wenn man nicht irgendwie auf einer bestimmten Höhe ist. Ja, das ist fürs alle gedacht. Ja, so bin ich ja nicht gekommen wegen meiner Schräglage. Das ist also ein Triebwerk für Vollprofis, also für dich. Ist das Wieso kipp ich denn zur Seite? Ja, wahrscheinlich, weil die irgendwie systematisch was nicht 100 pro passt oder so, weil ich hier ein paar Millimeter verkackt habe, aber das werde ich halt nie hinkriegen. So, okay. Die Landefüße. Habe ich da jetzt was Besseres? Nein. Gut. Es wird also eine sehr interessante Landung, möchte ich es jetzt mal nennen. Es wird eine überaus interessante Landung. Mist. Boah, okay. Wieso kipp ich in die eine Richtung? Fragen über Fragen, die niemand beantworten kann, außer alle anderen. So. Na, so ein bisschen seitlich, ein bisschen mehr. Hier haben wir dann... Könnte man hier was reinsetzen? So viel brauche ich eigentlich jetzt gar nicht, ne? Ich könnte auch so ein bisschen Treibstoff auch verstecken, also so mitnehmen. Oh. Könnte man eigentlich auch machen. Was könnte man alles mitnehmen, ist halt die Frage, ne? Nein. Oh Gott. Ja, so eine Raumstation zu bauen ist nicht einfach. So eine kleine Station zu bauen. Raumstation. Ich greife schon wieder zu hoch. Ja, wie immer. Scheiße, das ist natürlich dumm gelaufen. Ja, ich sehe schon, das werde ich wohl offscreen hier weitermachen müssen. Sieht auch gut aus. Das kann man gut einpassen. Oder die Folge ist schon wieder zu Ende. Hey. Ja, genau. Ja, ich werde das offscreen ja eh noch ein bisschen testen. Ich brauche noch ein paar Designänderungen. Ich brauche eh viel mehr Solarzellen. Das muss alles noch... Ja, ich habe wieder das Problem, dass meine Raketen nicht stabil sind. Das ewige Problem. Das ewige Problem. Das werde ich offscreen lösen und vielleicht mal gucken, was ich in der nächsten Folge dann machen werde. Weiß es noch nicht. Würde schon gerne stabil hin. Also.
weiß ja, dass es geht. Ja, und ich würde gerne so eine kleine Nordpolstation einrichten. Eventuell eine kleine Nordpol-Teststation halt. Lol. Jetzt habe ich hier überall. Oh, das wollte ich gar nicht. Shit. Das wollte ich ja gar nicht. Aber gut, ich kann die einfach dran lassen. Das ist ja jetzt auch nicht so wilde. Auf dem Container mit dran. Kann ich das auch nicht mitnehmen? Aber ich muss mir irgendwann mal eine andere Bauweise überlegen. Das ist ja sogar noch mehr als... Könnte ich das irgendwie anders machen? Dass ich am Boden irgendwas habe. Fällt mir halt auch nichts ein, ne? Aber ich glaube, wir sollten die Folge erstmal beenden. Ja, das sollten wir. Wir können dann später noch Billard rum basteln. Was zum Werkeln. Der baut aber auch komisch. Was macht der denn hier? Deswegen kippt das immer. Der macht das einfach nicht gerade. Der baut schief. Obwohl ich sage, nein, mach das gerade. Das Spiel ist schuld. Der baut hier schief. Das ist auch schief. Was macht der denn hier, ey? Naja gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ja. Man sieht sich. Bis dahin. Tschüss. Ciao.